Ja, moin und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Yokai News. Heute geht es um das Thema Yokai Watch Busters, dem Spin-off der Yokai Watch Spieleserie. Viele von euch fragen sich bestimmt, wann es dieses Spiel endlich in den Westen schafft. Ich meine, bisher kamen wir lediglich in den Genuss der Hauptspiele, Yokai Watch und Yokai Watch 2, und in den Genuss des Mobile Games Yokai Watch Wibble Wobble. Da wird's doch echt mal Zeit, dass mit Yokai Watch Busters das erste richtige Spin-off seinen Weg in den Westen findet. Und wisst ihr was? Das ist gar nicht mal so abwegig, denn gestern am 21. Februar hat Nintendo Korea Yokai Watch Busters angekündigt und somit schon die Lokalisierung bestätigt. Was ich damit meine, das gucken wir uns mal ganz genau an, und zwar auf der Hauptseite von Nintendo Korea. Ihr seht hier oben, das ist die offizielle Seite. Und was wir hier vor uns haben, ist quasi eine Pressemitteilung zu allen möglichen Spielen für die Switch, wie zum Beispiel ARMS oder Kirby, Star Allies, wenn das Spiel denn so heißt. Ja, genau, richtig. Alles klar. Aber, wenn wir weiter runter scrollen, erkennen wir eins, und zwar das hier. Hier erkennen wir schon quasi das Logo für Yokai Watch Busters. Und zwar sowohl Team Red und Team Blue, wie ich das verstanden habe. Und ich habe das Ganze mal sinngemäß in die deutsche Sprache übersetzt, dank des Google-Übersetzers. Ich danke dir. Und wir lesen mal vor, was da steht. Die dritte Ausgabe der Voyager Watch-Serie erschien. Nintendo 3DS-Software Yokai Ur Ghostbusters. Yeah. Moidan. Yokai Ur Ghostbusters zurück. Gyönduai ist Yokai Watch in der dritten Version der Serie. Yokai Watch 2 8 Upstream von Spielmodi, einer der Yokai Ur Busse Tus. Modus hat große Popularität erlangt und ist in Nintendo 3DS-Software erschienen. Ja, ich weiß, das ist alles sehr, sehr gebrochenes Deutsch, aber versuch mal, einen anständigen Übersetzer für diese Seite zu finden. Das war nämlich alles in Koreanisch geschrieben und ich habe es einfach sinngemäß mit Rechtsklick übersetzt und ja, dann kam das dabei raus. Multiplayer-Action-RPG mit mindestens 1 Spieler und bis zu 4 Spielern online. Während des Spiels kann der Benutzer die Goblins manipulieren, also quasi diese Gegner halt, die man schon aus dem Yokai Watch Blasters-Modus aus Yokai Watch 2 kennt, um Bosse zu bekämpfen, während sie mit anderen Spielern arbeiten. Es ist anziehend, dass sie eine Vielzahl von Spielen entsprechend der Strategie genießen können, abhängig von der Wirkung der Kampfmethode und der Technik, die je nach Joch verwendet werden kann. Was auch immer das Wort Joch im Südkoreanischen ist, aber okay. Nintendo 3DS-Software Yokohama Watch Bastards wird am 19. April, und das ist das Wichtige, zum Preis von 49.000 Won veröffentlicht. 49.000 Won, oder südkoreanische Won, sind ungefähr 37 Euro. Dementsprechend wird, wenn das Spiel auch hier im Westen lokalisiert wird, so um die 40 Euro, 35 bis 40 Euro kosten. So. Ja, das ist das, was wir offiziell gehört haben. Ich habe mich natürlich auch umgehört. Ich habe heute Morgen einen Kommentar bekommen von einem Abonnenten, der meinte, hey, Yokai Watch Busters ist quasi schon auf dem Weg nach Deutschland, es wird lokalisiert und so. Und ich habe mich mal in einem Reddit-Forum schlau gemacht, denn dort wird quasi 1:1 das gleiche lokalisiert. Ich bin über dieses Reddit-Thema auf diese Seite gekommen, die mir quasi das auch bestätigt hat. Und hier erstmal natürlich der Beitrag von Neon Toaster, der geschrieben hat, "This holds a lot of significance," oder das scheint wohl sehr wichtig zu sein, denn Korea hat seine Releases immer auf die Releases von Amerika und Europa geplant. So. Bla 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 bla, Anime und so weiter und so fort. So, die Spielzeuge werden wohl auch, oder die Spiele werden wohl auch im April erscheinen. Und es würde laut Neon Toaster keine Verwunderung sein, seinerseits, wenn er in den nächsten Wochen, oder wenn in den nächsten Wochen eine Ankündigung diesbezüglich kommt. Also es würde ihn nicht wundern, wenn eine Ankündigung zu diesem Spiel in Englisch kommen wird. So. Hier haben wir auch nochmal einen Beitrag von Ulternia, glaube ich, müsste es sein, der auch relativ positiv eingestellt ist, denn Nintendos Pläne für den 3DS scheinen dieses Jahr relativ einfache Lokalisation zu sein. Bestes Beispiel, Detective Pikachu. Und
Er hat zwar nicht die besten Hoffnungen, aber er wäre schockiert, wenn in der nächsten Nintendo 3DS Direct keine 3DS-Sektion ist, die dieses Thema Yo-Kai Watch Busters aufgreifen würde. Und der Meinung bin ich halt auch und darüber wollen wir heute natürlich auch noch ein bisschen sprechen, denn auch wenn wir jetzt hier natürlich nur die Ankündigung für den koreanischen Bereich haben, wir haben ja gerade eben gelesen gehabt vom guten, wie hieß er nochmal, Neon Toaster war sein Name, glaube ich, dass Südkorea oder dass generell Korea seine Releases immer wieder in den Bereich von Amerika und Europa geplant hat. So. Und das könnte hier bei Busters halt genauso der Fall sein, denn ihr seht, Level 5 ist gewillt, dieses Spiel zu lokalisieren. Natürlich für den südkoreanischen Markt fürs Erste, aber ich denke, wenn dieses Spiel hier dann am 19. April nach Südkorea kommt, ich denke, dass dieses Spiel hier um den Dreh auch in diesem Zeitpunkt herum in Amerika released werden dürfte. Ob wir einen Europa-Release auch im Frühjahr bzw. Sommer haben können, das weiß ich nicht. Aber wir wissen ja, dass zwischen eines Amerika-Releases und eines Europa-Releases immer ein halbes Jahr vergeht. Bestes Beispiel war da ja Yo-Kai Watch 2, Kräftige Seelen, Knochige Gespenster. Psychic Spectres kam ja sowohl in Amerika als auch in Europa im Oktober letzten Jahres raus oder Ende September. Dadurch, dass halt dieses Spiel nicht viel an Aufwand der Lokalisierung bedurfte. Und dementsprechend war es halt beim vorherigen Teil so, des nächsten Yo-Kai Watch Hauptspiels, Yo-Kai Watch 2, Bony Spirits and Fleshy Souls, beziehungsweise Kräftige Seelen, Knochige Gespenster, so, dass das Spiel in Amerika zuerst rauskam, oder die beiden Spiele. Das müsste, glaube ich, der September oder Oktober gewesen sein. Und ein halbes Jahr später konnten wir damit in den Genuss kommen, wir Europäer. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir wohl damit rechnen können, dass Busters zuerst in Korea und Amerika erscheint, und zwar so im Frühling, Sommer herum, und ein halbes Jahr später zu Weihnachten dann hier in Europa. Wenn sich Level 5 der Lokalisierung annimmt, aber ich gehe mal davon aus. Ne? Ich meine, wenn der 3DS immer noch mit einem Spiel von wegen Detektiv Pikachu quasi beliefert wird, lokalisiert wird, dann auch sicherlich zu Yo-Kai Watch. Denn dieses Spiel, klar, es ist jetzt nicht dieser Boom entstanden bei diesem Spiel, aber unerfolgreich ist es auch nicht. Das Interesse ist ja da. Und ich denke, dass Level 5 sich da auf jeden Fall annehmen wird. Denn, wenn wir nochmal ganz kurz in das Forum Dylla Reddit schauen, sehen wir auch hier, dass ich mit meiner Vermutung gar nicht mal so falsch liege, denn es gibt hier irgendwo so einen Kommentar von wegen, dass sämtliche Spiele in Amerika im Herbst erschienen sind. Oder es kann auch sein, dass es ein anderes Thema gewesen ist. Das kann sein. Da ging es nämlich um das Thema, ja, erscheint Yo-Kai Watch Busters eventuell sogar im Herbst, denn alle amerikanischen Releases von Yo-Kai Watch erschienen im Herbst. Yo-Kai Watch 1 erschien, glaube ich, im Herbst 2015. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Yo-Kai Watch 2 im Herbst 2016, da sind wir uns sehr sicher. Und Herbst 2017, Yo-Kai Watch 2, Psychic Spectres. Sämtliche Yo-Kai Watch Releases wurden auf den Herbst gelegt. Und das könnte bei Yo-Kai Watch Busters ebenso der Fall sein. Wenn dieses Spiel nicht im Frühling kommt. Da das aber ein Spin-Off ist, kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr zwei Releases sehen werden. In Amerika, wenn überhaupt. Und zwar im Frühling bzw. Sommer erstmal Yo-Kai Watch Busters. Wobei da der Release eigentlich in den Frühling reinpasst. Und dann natürlich noch Yo-Kai Watch 3. Sushi und Tempura für den Herbst bzw. Winter. Was halt ganz gut in die Pläne passt, weil, wie gesagt, Level 5 das immer so gemacht hat, dass sie die Spiele immer für den Westen, für den westlichen amerikanischen Markt gegen Herbst rausgebracht haben. Ja? Yo-Kai Watch 1 im Herbst 2015, Yo-Kai Watch 2, Bony Spirits, Fleshy Souls, Herbst 2016 und Yo-Kai Watch 2, Psychic Spectres für den Herbst 2017.
Warum ich gerade so viele Sprechpausen einlege, liegt daran, weil ich gerade immer so ein bisschen im Hintergrund am Überlegen bin. So, wieso? Ja, wobei, doch, warum hat denn eigentlich Level 5 Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters beziehungsweise geistige Geister beidenfalls im Herbst 2017 released? Ich meine, ihr wisst ja, Yo-Kai Watch hatte immer einen Halbjahresvorsprung vor Europa in Sachen Amerika, ja? Ergo, im Herbst 2016 erschien Yo-Kai Watch 2 Bony Spirits Fleshy Souls für Amerika. Und ein halbes Jahr später, 2017 im Frühling zu Ostern, erschien Kräftige Seelen, knochige Gespenster bei uns in Europa. Und ich frage mich eine Sache. Wieso hat Level 5 nicht die Chance genutzt des Halbjahresvorteils, um Psychic Specters für den Frühling 2017 zu releasen? Warum haben sie ein Jahr gewartet? Ich weiß es nicht. Ob es der Grund ist, dass sie den Release für den gesamten westlichen Markt gleichschalten wollte, also dass Amerika und Europa zu gleichen Zeiten die Spiele bekommen, ergo Busters, was halt heißen könnte, hey, letztes Jahr im Herbst erschien sowohl im Amerika- und im Europa-Bereich Yo-Kai Watch 2 Geistige Geister Psychic Specters. Heißt das denn dann, dass wenn beide Kontinente im Westen quasi den gleichen Zeitsprung, den gleichen Release-Zeitpunkt haben und quasi keinen Vorsprung mehr voreinander haben, bedeutet das, dass Yo-Kai Watch Busters endlich auch als eigenständiges Spiel, auch wenn es ein Spin-off ist, in Amerika und im Westen am gleichen Tag, also quasi am gleichen Release-Day erscheinen? Oder wird es da auch wieder Zeitrückstände oder wie sagt man das? Zeitverschiebungen um Wochen oder Monate gehen? Das wird die Zeit zeigen. Fakt ist, Yo-Kai Watch Busters wird am 19. April in Südkorea erscheinen. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es zu diesem Zeitpunkt beziehungsweise einige Monate oder Wochen verspätet auch im Westen, im amerikanischen Westen der Fall sein wird. Und wenn man diesem Argument von mir, von wegen des Zeitvorsprungs von Amerika, der nämlich eingeschmolzen ist, Glauben schenken darf, quasi dass Europa und Amerika jetzt gleich schnell an den Lokalisierungen arbeiten, bedeutet das, dass sowohl die Amerikaner als auch die Europäer im Frühjahr 2018 beziehungsweise im Sommer 2018 mit Busters rechnen können, bevor es dann am Ende des Jahres mit Yo-Kai Watch 3 enden wird? Das wird die Zeit zeigen. Brudingos, ich würde sagen, das können wir in den Kommentaren ein wenig spekulieren, denn dieses Format ist nicht nur für News da, sondern auch für ein bisschen Spekulatius. Vielleicht ist es hier auch gerade eine weitere Folge des News-Spekulatius. Dann wird das beides gekoppelt. Dass es halt die Yo-Kai News und der News Spekulatius ist. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Alles klar, eure Meinung zu der ganzen Geschichte in die Kommentare. Denkt ihr, dass der Release von Yo-Kai Watch Busters auch hier im Westen, in Amerika und in Europa nicht mehr lange auf sich warten lassen kann? Oder denkt ihr, es wird nur Amerika-exklusiv sein? Oder denkt ihr, es wird für, wie gesagt, beide Kontinente kommen, Europa und Amerika? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und das nächste Yo-Kai Watch News Video kommt am Wochenende. Das ist schon aufgenommen. Das ist hier gerade so ein kleines Zwischenthema, weil es nämlich so brandheiß ist. Ich wollte es mal ganz kurz erwähnt haben. Deswegen, am Wochenende gibt es ein weiteres Yo-Kai News Video bezüglich Yo-Kai Watch 3. Ob das denn kommt, wisst Bescheid. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.